Mein Name ist Roger Stamm, ich bin 68 Jahre alt, bin verheiratet und habe zwei erwachsene Töchter. Von Beruf bin ich Geologe. In den letzten 25 Jahren habe ich in Arbeitsschutzforschung gearbeitet, bis vor 2,5 Jahren, als ich pensioniert wurde. Politisch aktiv bin ich als Marxist-Leninist seit Mitte der 1970er Jahre. Auch in der Gewerkschaft Verdi bin ich seit über 35 Jahren organisiert. Ich trete für den echten Sozialismus ein. Und ich bin der Überzeugung, dass die Arbeiterklasse auch die führende Kraft ist für eine grundlegende gesellschaftliche Veränderung. Zuletzt konnte ich das ganz lebendig noch erfahren, als ich Anfang letzten Jahres an der Internationalen Automobilarbeiterkonferenz in Südafrika teilgenommen habe. Ich habe für meine Kandidatur mit Hunderten von Menschen gesprochen, um meine Unterstützungsunterschriften zu bekommen. Dabei habe ich gemerkt, dass die Menschen auf der Suche nach einer gesellschaftlichen Alternative sind, aber eine große Unklarheit darüber ist. Ich habe den Leuten gesagt, ihr müsst selbst aktiv werden. Nicht das Wählen von Stellvertretern ins Parlament ändert was. Immer wenn ich mich verändert habe, bekam ich Unterstützung.